Matteo, ich verstehe das nicht. Warum hast du mir nicht die Wahrheit gesagt? Ich habe dir so oft gesagt, komm zu mir, wenn du ein Problem hast, wenn irgendwas ist. Aber das bist du nicht. Du bist mir aus dem Weg gegangen. Wieso hast du nicht mit mir geredet? Luna, es tut mir leid. Ich war durcheinander, deswegen habe ich nichts gesagt. Durcheinander? Ja. Und warum hast du Gaston dann erzählt, dass du was für mich empfindest? Diese Unterhaltung hättest du niemals hören dürfen. Ich habe sie aber gehört. Und da war ich übrigens nicht die Einzige. Luna. Wenn du keine Gefühle für mich hast, warum hast du es dann gesagt? Viel wichtiger ist doch, was ich jetzt fühle. Und da bin ich mir ganz sicher, es gibt eine andere. Aber warum hast du mir nichts gesagt? Das macht man doch so unter Freunden, oder? Ich dachte, das wären wir. Ja, natürlich, wir sind Freunde. Nein, das sind wir nicht. Freunde behandeln sich nicht so. Oh, Lieferfee, übertreibst du nicht gerade ein bisschen? Ich übertreibe nicht, Matteo. Das ergibt alles keinen Sinn, aber in einer Sache sind wir uns wohl einig. Wir brauchen uns nicht weiter zu unterhalten. Luna... Nein, Matteo, nein! Also ich höre, wofür bin ich nicht bereit? Für die Hochschule in Paris. Wie bitte? Nun ja, ich bin mir nicht sicher, ob du über einen so langen Zeitraum in einem fremden Land zurechtkommst. Was, meinst du das wirklich ernst? Traust du mir das nicht zu? Ich versuche abzuwägen, ob du dazu fähig bist oder nicht. Warum denn? Ich beherrsche Englisch und Französisch bis zur Perfektion. Außerdem hatten wir das besprochen. Selbstverständlich bin ich bereit. Besonders viel Reife konnte ich in letzter Zeit nicht bei dir erkennen. Das kannst du dir selbst zuschreiben. Immerhin bist du für meine Erziehung zuständig. Du gehst zu weit, Amber. Genau diese Reaktionen lassen mich an deiner Vernunft zweifeln. Ach ja? Weißt du was? Hier. Der Kugelschreiber. Keine Ahnung, warum du mir den geschenkt hast. Du solltest ihn jemandem geben, der ein bisschen mehr Vernunft hat. Was fällt dir ein, etwas so Wertvolles in deiner Handtasche zu haben? Ich wollte ihn meinen Freundinnen zeigen, aber weißt du was? Ich will ihn nicht, weil er mir nichts bedeutet. Und nur zu deiner Info, dasselbe gilt auch für dein Vertrauen in mich. Mein Plan ist gerade zusammengefallen wie ein Kartenhaus. Es ist nicht Ihre Schuld, Miss Benson. Ihre vorlauten Ausbrüche beunruhigen mich. Sie ist nicht bereit für das, was sie erwartet. Ich habe eine extrem schwierige Geschichte zu beenden. Und ich dachte, dass Amber mir dabei helfen würde. Aber offensichtlich kann ich mich nicht auf sie verlassen. Was wollen Sie jetzt tun? Ich fürchte, ich werde eine andere Lösung finden müssen. Ja, Papa, das ist eine fantastische Idee. Das kann das Roller sicher voranbringen. Ich will nicht zu viel versprechen, Nina. Nur Geduld, immer mit der Ruhe. Ein Schritt nach dem anderen. Aber ich glaube, dass das funktionieren kann. Das kann es. Weil meine App tatsächlich tausendmal besser ist als die von Vidya. Diese Technologie ist interaktiv, sie ist intelligent, Nina. Du kannst verschiedene Kameras gleichzeitig verwenden. Einfach fantastisch, Papa, das ist genial. Was das ist hat die App mit dem Roller zu tun? Genau darauf wollte ich hinaus. Was hältst du davon? Ich könnte denen von Vidya den Vorschlag machen, dass ich meine App im Roller verwende. Das wäre doch perfekt, oder? Nein, ich finde das gar nicht perfekt. Wieso nicht? Auf. Erstens, weil die von Vidya bestimmt nicht nochmal Kameras installieren wollen, nach allem, was passiert ist. Und zweitens kennst du Mamas Meinung über Kameras. Oh... Deine Mutter. Du hast recht. Ja, gut, aber irgendwann muss sie das auch mal in den Griff kriegen. Diese Phobie, diese Schreckensangst vor Kameras. Nina, hör mir mal zu. Von dem, was ich dir eben vorgeschlagen habe, darf deine Mutter nichts erfahren. Hast du verstanden? Was, Papa? Nein, also das geht gar nicht. Nein, was denn? Ich hab nichts getan. Ich hab doch nichts getan, Nina. Nein, überlass das mir, ja? Okay, aber deine Mutter darf auf keinen Fall Wind davon kriegen, sonst sind wir Game Over. Um mehr bitte ich dich nicht. Wenn es deine Mutter von irgendjemandem erfährt, dann nur von...
nueva flor, como melodías que llenan de valor. Vives en mí, estoy en ti, como esa lluvia que moja el corazón.